Bevor Sie eine Dolmetscherin via Video beiziehen, sollten Sie sich gut überlegen, ob Videodolmetschen für das bevorstehende Gespräch geeignet ist. Wenn Sie die Wahl haben, nutzen Sie Videodolmetschen nur für kurze oder unvorhergesehene Gespräche. Für komplexe, emotionale und lange Gespräche ist Videodolmetschen hingegen weniger geeignet, da die Dolmetschqualität spätestens nach einer halben Stunde deutlich abnimmt. Sorgen Sie dafür, dass die technische Ausrüstung einwandfrei funktioniert. Sorgen Sie für eine geeignete Sitzordnung und passende Raumgestaltung. Schauen Sie auch beim Videodolmetschen, dass Sie der Dolmetscherin möglichst frühzeitig mitteilen können, aus welchem Land ihr Gegenüber kommt, welche Sprache es spricht, wer im Gespräch anwesend sein wird und um was es im Gespräch gehen soll. Ja, hallo, herzlich willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich gucke mal kurz, ich muss mal hier kurz prüfen. Ja, hallo, Frau Rama. Hallo, Herr Mamouli. Hören Sie mich gut? Ja, ich kann Sie gut hören. Und sehen Sie uns auch? Ja, ich sehe Sie. Wunderbar. Ja. Ich habe heute einen Termin mit Frau Joma und für die Beratung brauche ich auf jeden Fall Ihre Hilfe. Ja, okay. Mögen Sie das bitte kurz übersetzen für Frau Joma? Mit einer klaren Gesprächsführung erleichtern Sie der Dolmetscherin Ihre Aufgabe. Sprechen Sie in einfachen, gut verständlichen Sätzen und suchen Sie immer wieder den Blickkontakt zur Videodolmetscherin. Okay. Ist das für Sie okay, dass wir mit der Frau arbeiten? Bevor wir ins Thema einsteigen, wichtig ist, dass Sie wissen, alles, was wir heute sagen, bleibt nur hier. Wir unterliegen der Schweigepflicht und deswegen geht das nirgends hin. Stellen Sie zu Beginn des Gesprächs die anwesenden Personen und ihre Rollen vor. Weisen Sie auf die Schweigepflicht hin und darauf, dass alles gedolmetscht wird. Holen Sie bei Ihrem Gegenüber das Einverständnis ein für die Zusammenarbeit mit der Videodolmetscherin. Ja, das ist gut, okay? Außerdem, alles, was wir hier sagen, sei es von mir, von Ihnen oder von Frau Rama, alles wird übersetzt. Okay. Sie haben ein Schreiben bekommen wegen Deutschkurs, richtig? Ju keni marrë një dokument në lidhje me këtë kursin e gjermanishtes, apo jo? Po. Ja. Kam marrë një konfirmim. Ich habe eine Bestätigung bekommen. Aha, kann ich bitte das Dokument sehen? A mund ta shohim? Ja, wunderbar. Ja, damit dürfen Sie einen Deutschkurs, einen Integrationskurs bei uns machen. Tamam, me këtë dokument ju lejoni që të bëni një kurs gjermanishte, kurs integrimi tek ne. Okay. Frau Rama, ich zeige Ihnen mal kurz das Dokument, damit Sie sehen, von welcher Behörde das ist. Sehen Sie das? Ich habe es gesehen. Ja. Wunderbar. Mit diesem Dokument dürfen Sie einen Deutschkurs so bald wie möglich starten. Me këtë dokument, ju mund të pranoheni këtu te ne për një kurs, domethënë. Dank der Videoübertragung erhält die Dolmetscherin einen visuellen Eindruck. Dieser ist aber sehr eingeschränkt. Visuelle Informationen wie Bilder, Formulare oder Texte müssen Sie der Dolmetscherin, wenn möglich, im Voraus zustellen, während des Gesprächs sichtbar machen und nachvollziehbar beschreiben. Ja, dann sind wir soweit. Ich bedanke mich. Aha, atë mbaruam dhe unë falenderoj. Ja, falenderoj. Ja, dann... Ciao, Beine. Frau Rama, Ihnen auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und die gute Verdolmetschung. Pra, po më falenderoj për bashkëpunimin edhe për kthimin që u realizua sot këtu. Falenderoj shumë nga ana ime. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ja, wir sagen dann tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, okay, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Der ist hier. Tschüss. Ja, schönen Tag noch.